Jo Leute, was geht? Klimm am Start und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tectone. Wir sind wieder voll am Stüssel und ja, ich möchte in dieser Folge erstmal diese Folge beginnen, indem ich etwas esse, denn ich habe saumäßig Hunger. Ihr habt nicht viel verpasst seit der letzten Folge. Wir waren unten und haben die Smeltery fertig gemacht und in dieser Folge möchte ich eigentlich noch etwas Grout machen. Dafür brauchen wir Clay, wir brauchen Gravel. Haben wir noch Gravel? Das wäre vielleicht interessant, falls wir noch ein bisschen davon haben. Und wir brauchen die dritte Zutat, ist mir tatsächlich gerade entfallen. Keine Ahnung, was wir als dritte Zutat brauchen, aber das finden wir schon noch heraus. Wir brauchen auf jeden Fall noch Gravel. Gravel vielleicht hier drin. Ja, Gravel, nee, kein Gravel. So, dann, wir können ja schon mal nachgucken, wie man Grout eigentlich macht. Warte mal, hier irgendwo haben wir da. Ja, komm, es reicht auch, wenn wir einfach so lang gehen. So, das hier, wir brauchen dafür das hier, wir brauchen dafür das hier. Und dafür Grout brauchen wir, genau, Sand war es. Ja, Sand haben wir ja genug. Aber, und Clay haben wir auch genug. Wir haben schlicht und ergreifend einfach kein Gravel. Und dafür nehmen wir unser erstes mit Tinkers Construct-Gefährt. Nein, nehmen wir gar nicht. Wir haben noch eine Schaufel im Inventar, ich Trottel. So, die nehmen wir aber noch mit und laden dann mal in unserer Bedbox unseren Gedünsel auf. Und ich werde da unten jetzt einfach ein bisschen Gravel farmen gehen. Da haben wir ja ein bisschen was rumliegen. Und das werde ich einfach jetzt mal, ha, so dreist wie ich bin, mitnehmen. Ich werde auch in dieser Folge, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo es war, aber wir haben... Doch, ich glaube, unter unserem Haus war das sogar, einen Spawner gefunden. Vorletzte Folge müsste das gewesen sein, oder die Folge davor. Ich glaube, es war sogar die Folge davor. Und davon brauchen wir die Steine, die Bricks, die Mossy Cobblestones, genau. Die brauchen wir für etwas ganz Bestimmtes. Ja, noch nicht spoilern, wer das schon weiß. Wer es noch nicht weiß, ist nicht schlimm. Wir kommen noch dazu, keine Sorge. Und das möchte ich auch noch mitnehmen, ja. So, und bevor jetzt jemand schreibt, das ist voll noobisch, was du vorhast, halt eine Schnauze. Ich weiß genau, was ich vorhabe. Und ich möchte das genauso machen, wie ich es eben mache. Perfekt. So, wir begeben uns mal... Wo war denn der Eingang zu dieser blöden Höhle? War das da unten die Höhle? Das kann sein, oder? Habe ich irgendwas zum Abbauen dabei? Nein, habe ich nicht. Also bringt es jetzt auch gerade gar nichts, da runter zu gehen. Dann laggt es einfach noch mal ein bisschen. Der Kiwi Kilian ist übrigens immer noch im Server. Hi, der Kilian. Und perfekt. Wir haben 40 Rebel, das sollte ja erstmal reichen. Für jedenfalls ein bisschen Grout. So hier hochspringen können wir auch ganz gut. Das hat ganz famos geklappt. Wir haben 60 bla. Davon brauchen wir aber nur 40. Warte mal. So. 1, 2, 3, 4. So, 40. Ich möchte jetzt erstmal 40 Grout machen. Das sollte ja dann im Prinzip erstmal völlig dicke ausreichen. 32 plus 16 ergibt 48, wenn man das dann teilt und das dann nochmal teilt und 1, 2, 3, das war gerade total super. Jedenfalls hat es funktioniert, ja, darauf kommt es ja an. Wo ist unsere Crafting Bench? Da ist unsere Crafting Bench. Wir möchten Grout haben und das machen wir so, so. Und dann haben wir erstmal ganz viel Grout und das müssen wir dann halt wieder in die Kiste packen. Wir nehmen mal unseren Power hier wieder weg, der uns die ganze Power geklaut hat und perfekt, so. Damit möchte ich erstmal Folgendes machen. Ich mache mir noch einen Block, denn den werden wir brauchen. Und wir schauen mal hier, was wir an Ressourcen haben. Wir haben zum Beispiel Iron. So, wir haben nicht nur Iron, wir haben sogar ganz anderen Stuff. Aber ich möchte heute mal mit euch in dieses Buch gucken. Materials and You. Und da steht im Prinzip ganz viel drin. Und auch eigentlich alles, was wir brauchen, um uns ein Tool zu bauen in Tinker's Construct. So, das ist nämlich ein Buch von Tinker's Construct. Ihr müsst das jetzt nicht alles durchlesen. Die Sache ist, wir haben verschiedene Tools. Wir können uns eine Spitzhacke machen, wir können uns ein Hatchet machen, eine Shovel, ein Langschwert, ein Rapier. Ein Hatchet macht quasi, ist halt um Axt, ja, um Holz und quasi. Wir haben die Matchock, was eine Mischung aus Schaufel und Axt ist. Wir haben ein Breitschwert, wir haben ein Langschwert, ein Rapier, einen Dagger, einen Dolch quasi, eine Pfanne. Ja, damit können wir tatsächlich kochen. Das werden wir uns auch bauen. Ich will eine Frying Pan haben. Battle Science können wir machen. Wir können Chisels machen. Davon haben wir ja schon eins. Wir können so eine Lumber-Axe machen, die echt geil ist. Also, ne, die beiden Sachen, die werden wir uns auf jeden Fall machen. Wir können so eine Sense machen, einen Excavator, die echt cool sind. Was das alles macht, da kommen wir wirklich noch zu. Wir können uns sogar Pfeile machen. Und das ist echt, was wir da alles machen können. Das ist schon ganz geil. So, uns interessiert aber jetzt erstmal die Materialien. Und das mir fällt gerade auf, dass es gar nicht in diesem Buch ist, was wir brauchen. Aber wir können, wir können uns hier verschiedene Materialien angucken. Zum Beispiel können wir aus Wood. Wood hat 59 Durability, hat einen Handle Modifier von 1,0 und hat eine Full Tool Durability von 59. Das heißt, wir können 59 Sachen wegpappeln und dann ist es weg. Und wir haben Mining Speed von 2 und Mining Level von 0. Das heißt, wir können Steine abbauen. Nicht so geil. So, hiermit Mining Level, da können wir schon Redstone mit abbauen, rein theoretisch. Damit können wir Eisen abbauen. Ist auch alles nicht so unser Fall.
Wir können das mit Flint machen, damit können wir auch Iron abbauen. Hat, ne, ihr seht, die ganzen Werte, die hier stehen, sind auch relativ, ja, ne, ihr wisst Bescheid. So, was ich aber nicht machen will, wir könnten auch ein Tool aus Obsidian machen. Wir könnten auch aus Knochen ein Tool machen. Ist alles jetzt nicht so Ding. Wir können auch aus Alumite, Alumite ist tatsächlich das, was wir haben wollen jetzt als erstes. Ich möchte ein Tool aus Alumite machen und um das zu machen, brauchen wir eine Schmelze. Denn wir können ja nicht einfach so Alumite machen, sondern, also Alumite kann man nicht abbauen, sondern man kann es nur zusammen schmelzen und das geht hier mit Mighty Smelting. Da steht drin, wie das dann alles funktioniert. Ich gehe mal eben schlafen und das möchte ich euch jetzt erklären, wie das funktioniert. Und zwar ist das super einfach. Dafür bauen wir die Schmelze. Denn wir können in die Schmelze verschiedene Materialien reinfügen und Alloys machen. Alloys sind Verbundsmaterialien, das heißt Verbunds, so wie in echt quasi, ja. Es gibt eigentlich kein, okay, ich weiß gerade nicht, was es gibt und ich will mich nicht lächerlich machen. Aber es gibt Platin zum Beispiel, das kann man ja nicht so finden, das wird hergestellt aus X und Y oder Bronze, das macht man aus dem und dem, ne, ihr wisst Bescheid. Und, war das Bronze? Ich weiß es nicht. Also da habe ich tatsächlich nicht... Ja, genau, Bronze. Genau, das macht man aus Kupfer, also Kupfer und Zinn. Da stellt man Bronze her. Und Alumite macht man aus Aluminium, Eisen und Obsidian. Das heißt, das Ding ist eigentlich echt schweineteuer. Und Pig Iron. Was? Ja, da bin ich auch drüber gestoßen. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Schmelze, um das zu machen. Und ihr seht schon, die ist nur ein hoch. Wir haben unsere Schmelze aber zwei hoch gemacht. Warum, das seht ihr gleich auch. Wir können uns verschiedene Sachen machen und ihr seht jetzt schon, ah, da geht die Reise hin. Das wird am Ende unserer Tinker's Construct-Reihe so anstehen. Wir werden auch noch den Nether besuchen und das erklärt quasi, wie man macht. Man kann Endstone machen, man kann einen Glue-Ball machen und man kann wirklich verschiedene Sachen machen. Wir wollen uns aber jetzt erst darauf konzentrieren, das hier zu machen, ein Cast zu machen. Und wofür das da ist, das will ich euch auch erklären. So, einen Cast kann man auch aus verschiedenen Materialien machen. Zum Beispiel könnte man den aus Aluminiumbrass machen, ja. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Aluminium, wir brauchen Obsidian, wir brauchen erstmal ein paar Materialien, die wir uns auch noch besorgen müssen. Also, uns steht noch ein bisschen was vor. Wir haben jetzt schon ein bisschen Aluminium. Wir haben auch ein bisschen mehr Aluminium irgendwo anders noch rumfliegen. Aber ich möchte jetzt erstmal Aluminium, Copper und noch ein paar andere Sachen sammeln. Ein bisschen sortieren für mich selber, um zu wissen, okay, was haben wir alles, was ist aktuell so in unserer Reichweite und so weiter und so fort. Uns steht auch noch eine kleine Tour an durch verschiedene Höhlen und da werden wir auch sicherlich das eine oder andere Material auch noch mitnehmen. Unser erstes Ziel quasi ist, ich habe es gerade schon gesagt, ich zeige es dann nochmal ganz kurz, eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke aus Alumite. Aber dafür brauchen wir ihr habt es eben schon gesehen, Obsidian. Wir können uns auch noch Blue Slime, Green Slime, bla 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 bla. Also ihr seht schon, es gibt eine ganze Menge, dass wir alles... Also da gibt es wirklich eine ganze Menge, dass wir noch durchzugehen haben. Aber wir fangen ganz klein an und ich würde sagen, wir fangen an, indem wir einfach mal, während ich gelabert habe, na, das ist alles geplant, hat natürlich das hier weitergeschmolzen, ich laber ja nicht umsonst. Und das holen wir mal raus und packen das erstmal hier in unseren schicken, ja, sehr, sehr, sehr adretten Crafting-Table-Gedöns. So, das sollte ja, glaube ich, reichen. Und wenn nicht, haben wir unten auch noch ein Crafting-Bench und wir sind glücklich. So, einmal mitnehmen, danke. Und ich gehe erstmal runter und zeige euch, was wir damit jetzt machen. Wir verenden nämlich jetzt erstmal unsere kleine Schmelze. Wir bauen hier noch Sachen hin und uns fehlt noch eine wichtige Zutat, ohne die wir die Schmelze nicht verwenden können. Perfekt. So, ja, nein, dankeschön. So. Und diese wichtige Zutat will ich jetzt besorgen. Und zwar ohne diese Zutat bringt uns die Schmelze gar nichts. Wir brauchen einen Eimer. So, dafür haben wir genug Eisen hier. Und mit diesem Eimer werden wir uns dann aufmachen und diese Zutat holen. Ihr könnt euch mit Sicherheit schon denken, was es ist. Was macht man denn schon schnellste? Man schmelzt Sachen ein. Wie kann man Sachen einschmelzen? Natürlich, indem man es ziemlich heiß macht. Und wie macht man es ziemlich heiß? Natürlich, indem wir vielleicht ein bisschen Lava nehmen und das schmelzen. So, wir werden dann auch wahrscheinlich nicht mehr den Electric Furnace benutzen, denn der ist von der Energieeffizienz eher nicht so geil. Apropos Energieeffizienz, unser... Ofen ist leer. Unser Generator ist leer. So, packen wir den nochmal voll. Und dann werde ich da in diese eine Höhle gehen. Ich weiß nicht, ob wir da, ja, ich sag's jetzt, Lava brauchen wir, ob wir da Lava hatten, aber wir werden bestimmt irgendwo Lava finden. Und, gleichzeitig kann ich hier aber nochmal... Okay, gut, hier war jetzt nicht so viel Höhle. Eher weniger Höhle. Wo war denn dieser blöde Spawner? Ich muss tatsächlich nochmal in die Aufnahmen gucken. War der vielleicht in die Richtung? Ich bin doch irgendwo in die Richtung gelaufen, ne? Ist das eigentlich Zipskin? Nee, oder? Keine Ahnung. Muss ich mal nachfragen bei den lieben Leuten, die so
mitmachen hier bei Tekton. Erstmal jedoch geht es Richtung Höhle. Wir wollen irgendeine Höhle finden. Ich war doch letztens in einer Höhle. Wo war denn die scheiß Höhle? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo hier. Bei den Bäumen. Das weiß ich noch. Irgendwo bei den... Wir sind da mit dem Gleiter geflogen. Wir sind da eigentlich eine recht lange Strecke mit dem blöden Gleiter geflogen. Wir sind sogar nach hier. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere damals. Damals, ja. Als der Günther nach... Aua! Meine Armknochen. Als der Günther noch mit dabei war... nicht der Günther. Ich bin ja Günther, so ein Quatsch. Wir können natürlich auch dieses Enemy Gravel Ore mitnehmen, aber das würde ich jetzt erstmal absichtlich... Was zum Fick? Weißt du, da ist man einmal nicht online. Sind wir jetzt hier drauf gelandet? Ja, perfekt. Was zur Hölle? Ich kenne die Mod, aber wie? Das ist übrigens falsch eingestellt, glaube ich. Da sind die aber noch ein bisschen dran beschäftigt, wenn die das zum Laufen bringen wollen. Naja, die sind auch eigentlich schon ziemlich weit. Aber gut, nichtsdestotrotz wollen wir jetzt erstmal in die Höhle gehen und nur trotzdem weiter unseren kleinen Tinkers Construct Gehirne folgen. Nicht, dass die jetzt unsere Höhle abgebaut haben. Dadurch hier ist übrigens noch Eisen, das ich nicht mitnehmen werde. Und Kohle, die ich... Oh, die Kohle möchte ich mitnehmen. Die Kohle möchte ich mitnehmen. Ich will eigentlich nur ein bisschen Lava haben, ne? Ist euch aufgefallen? Wir könnten auch in den Nether gehen, weil da ist bestimmt so ein bisschen Lava. Wir können auch später Sachen aus dem Nether abpumpen, zum Beispiel Lava, um die für andere Sachen zu benutzen. Ja, ich nehme jetzt nicht jede Kohle mit. Ja, ist ja gut. Ja, gut, Kuh. Ja, ja, ja. Du bist eine schöne Kuh. So. Hier raus. Und die Kuh will direkt mit in Freiheit. Mach doch den Block kaputt. Die Frage ist jetzt wirklich, wo kriegen wir am ehesten, am besten und am schnellsten Lava her? Wir haben keine Minimap, weil ich keine installiert habe. Aber wir kriegen trotzdem irgendwo Lava her. Bestimmt. Irgendwo hier muss Lava sein. Guck mal, da ist schon Wasser. Wir sind nicht weit von der Lava entfernt. Okay, weißt du was? Leck mich am Arsch. Ich gehe in den Nether. Was vielleicht nicht die beste Idee ist, weil da sind Viecher, die mich töten können. Aber es juckt mich gerade nicht. Es juckt mich gerade überhaupt nicht. Ich frage mich, ob das eine gute Idee ist, mit den Lags hier einfach rumzuspringen. Und versuchen, auf diesen ranzuspringen. Ja, das war eine sehr gute Idee. Noch lebe ich. Hier unten ist ganz viel Stuff, das die noch zum Laufen bringen müssen. Aber ich glaube... Da sind diese Leute, die das gebaut haben, auch noch fähig zu. Das Ding ist auf jeden Fall ein sehr heftiges Teil und es laggt sehr gut. Perfekt. Ein Spiel ohne Laggen ist kein schönes Spiel. So, oder so. Irgendwie so war das so. Was zum Teufel ist hier? Nichts, wo man reinfahren will. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Könntest du aufhören zu lecken? Vielen Lecken. Laggen. Vielen Dank. So, da hinten irgendwo, in den fernen Gestaden des südlichen Landes, was? Ist der Nether. Und wo Nether ist, ist auch Lava. Ich brauche eigentlich nur ein bisschen Lava. Wir werden auf jeden Fall im Nether noch weitere Besuche abstatten. Denn dort gibt es Sachen, die wir sehr brauchen. Ich bin schon mal ganz dankbar dafür, dass Peter alles hier mit diesem blöden Stein gemacht hat, damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Diese Steine machen nämlich schneller. Die können wir auch mit... Wo ist das Nether-Portal eigentlich? Das ist das Müllstoff-Zentrum. Ich könnte den Kilian fragen. Sag mal, wo war der Eingang zum Nether? Ohne gleich. Vielleicht antwortet der Kilian. Vielleicht ist er aber auch gerade beschäftigt und macht eigentlich was anderes. Nebenbei lässt er Minecraft laufen. Ist nur ein bisschen AFK. Ach da, ja. Never mind. Mit D. So, gut. Nether gefunden. Wir kommen aber nicht hoch. Ja. Der Nachteil eines ganz normalen Minecraft-Spielers. So, wir werden uns jetzt aber da ein bisschen hochbauen. Ja, wir bauen uns hier so eine kleine Treppe hoch. Ja, das war auch sehr gut. So. Und perfekt. Wir sind oben. Und da ist der Eingang zum Nether. Und da werden wir jetzt auch reingehen. Hui. Wir könnten auch Mistcraft. Ist auch so eine Mod, die ich euch zeigen will. Die ist nämlich echt cool. Aber erstmal... Okay, ich möchte eigentlich nur Lava haben. Werde ich hier irgendwo... Warum sind hier Katzen? Was zum Teufel haben die mit dem Nether gemacht? Oh, ein Enderman. Hallo. Und Katzen, die sterben. Beziehungsweise Ocelots, keine Katzen. Hier irgendwo werden wir doch bestimmt Lava finden. Oder da unten. Ich kann gerade nicht nach unten, ohne wieder hochzukommen. Ohne nicht wieder hochzukommen. So rum. Hier ist Feuer, Feuer, Feuer. Aber hier haben wir schon mal mehr Lava gesehen als auf der Oberwelt. Was auch schon mal was Gutes ist, nicht wahr? Und jetzt noch ein Stück von unserem Cooked Meat Ingot. Ich muss auch rausfinden, wie man die Dinger macht, wirklich. Weil ich habe echt noch keine Ahnung. Da muss ich den Peter mal fragen, wie man die Dinger macht. Der hat mir nämlich ein paar geschenkt von sich und dann habe ich die einfach benutzt. So. Ganz dreist. Und da werde ich mich jetzt eben mal ein bisschen rüber bauen. Um die Lava da tatsächlich... Flup!
meine. Dankeschön. Mehr brauche ich aktuell nicht. Tschüss. War schön, euch alle kennenzulernen. Boah, Motherfuckers. Oder so. Keine Ahnung. So, wieder zurück. Die Lava haben wir erfolgreich geholt, möchte ich sagen. Und was wir dann in der nächsten Folge mit der Lava anstellen, seht ihr in der nächsten Folge. Seid auf jeden Fall gespannt. Vielleicht ist dann auch Herr von und zu Kiwi Kilian wieder dabei. Naja, wieder dabei ist übertrieben. Aber vielleicht ist er dann immer noch auf dem Server. Au. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge von TechDown. Bis dann, Leute. Haut rein.